So, schönen guten Abend. Hi everybody. Good evening. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und mit uns ein wichtiges bildungspolitisches Thema, aber auch darüber hinaus über die Fragen von Teilhabe, Ausschluss, Rassismus diskutieren. Wir haben heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professor Jabari Mahiri von US Berkeley, der vor kurzem das Buch veröffentlicht hat, Deconstructing Race, Multicultural Education Beyond the Colorblind. Er wird die wichtigsten Auszüge, die wichtigsten Thesen aus seinem Buch vorstellen und anschließend mit Professorin Maisha Auma von der Hochschule Magdeburg-Stendal und Peggy Pischer vom Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung diskutieren. Dear Jabari, thank you so much for being here. Jabari Mahiri, schön, dass Sie heute hier sind. Wir haben heute das Thema Weiß und Monologie. Wie kann Schule Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft vom Bilingualismus, Multilingualismus ist eigentlich eine Norm mittlerweile in den Schulen, in den Klassenzimmern. Wir haben eigentlich auch diese Perspektive gewählt, denn Bi- und Multilingualismus ist immer auch bezeichnet worden als eine Defizienz, als ein Defizit und nicht so sehr etwas, was die Gesellschaft bereichert. Und die Fähigkeit und das Potenzial der Schülerinnen und Schüler hervorhebt und unterstreicht. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, wie viele von Ihren Ideen, von Ihren Theorien, von Ihrer Forschung auch für unsere Debatte in Deutschland genutzt werden. Und dafür haben wir natürlich sehr distinguierte Panelisten, die ich schon erwähnt habe. Und wie gesagt, vielen Dank für Ihre Präsenz. Die inhaltliche Einführung macht und vielen Dank. Ja, hello everybody. Thank you, McConnon, for introduction, especially also. Ja, vielen Dank für die Einführung und für die Organisation. Das wurde recht kurzfristig hier zusammengestellt und sehr erfolgreich. Und da bin ich doch sehr beeindruckt. Wir haben darüber vor 2 Wochen gesprochen und wir haben gedacht, mein Gott, das ist ja schon das Jahresende und versuchen alles noch vor Weihnachten sozusagen fertig zu kriegen, was noch fertig zu kriegen ist. Und ich war dann aber auch sehr glücklich, dass wir das möglich machen konnten hier. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, diese Diskussionen, die wir ja schon das ganze Jahr führen, dass wir haben, dass wir die in den afroamerikanischen Diaspora-Diskurs einzubinden. Wir sind sehr froh, den heutigen Redner vorstellen zu können. Und nachher bin ich auch die Moderatorin der Podiumsdiskussion. Erstmal werde ich Herrn Mahiri, Professor Mahiri, vorstellen, dann werde ich Professor Auma nach seinem Vortrag vorstellen. Meine Stimme ist nicht mehr so präsent hier, aber wir haben uns entschieden, das auf Englisch zu führen. Sprachen zu sprechen. So in the discussion we will of course be able, everybody should speak in their preferred language. So Jabari Mahiri ist Pädagogie-Professor und Preisträger des William N. Mahiri Prime Chair von der Universität in Berkeley. Er ist Fakultätsdirektor des Bereichs Multikultur
multikulturale Lehrerausbildung. Und er ist auch Principal Investigator des Bay Area Writers Project und auch Vorstand des nationalen Schriftstellerprojekts. Er war auch Vorstand der American Research Association von 2014 bis 2017 und auch Vorstand von RIAM, Middle High School, Berkeley, von 2011 bis 2017. Vor seiner Promotion und seiner Professorenschaft in Berkeley war er Englischlehrer in Chicago in öffentlichen Schulen 7 Jahre lang und heute wird er uns sein neues Buch vorstellen. Der Titel hat Dekonstruktion der Rasse. Multikulturelle Erziehung jenseits des Farbdilemmas. Er versucht auch die Schüler und Lehrer, die Lehrerausbildung zu verbessern. Er hat auch ein Kinderbuch veröffentlicht, der Tag, an dem sie den Buchstaben J gestohlen hatten. Er ist auch im Bereich Cyber Alliance und Digital Media und digitaler Bildung und Pädagogik unterwegs. Ich werde jetzt seine Publikationsliste nicht hier vorbieten. Das müssen Sie selbst recherchieren, denn wir haben hier leider wenig Zeit. Das Buch Dekonstruktion der Rasse, multikulturelle Erziehung jenseits des Farbdilemmas ist ein sehr wichtiger Beitrag in dem Kampf, in dem wir stehen. Wir erleben die dreiste Rückkehr der Identitätspolitik. Wir müssen den Schaden, den Othering anrichtet, eindämmen, unser Zugehörigkeitsgefühl stärken. Nur so können wir eine nachhaltige, gemeinsam bewohnbare Welt schaffen. Die derzeitige Bildungspolitik verstetigt die Rassentrennung. Lehrer und Pädagogen müssen das verstehen und ändern. Dieses Buch stellt das Konzept der Mikrokulturen vor. Es wurde entwickelt auf der Basis von Gesprächen mit Vertretern der 5 Rassenkategorien, die der amerikanische Zensus kennt. Das Buch kommt zu dem Schluss, dass Rasse gespielt wird und sich so perpetuiert. Die ethnografische Datenanalyse stellt die Pigmentokratie, die gelebte Realität der unlesbaren Haut gegenüber. Die Idee der Rasse wird zur Organisation von Marginalisierung und Ausgrenzung genutzt. Das Buch argumentiert, dass Bildung entscheidend ist, um diesen komplexen Vorgang zu verstehen. Das Buch beschreibt, was Pädagogen machen können, um das zu ändern und den Gerechtigkeitssinn der Bürger zu fördern. Das Buch Deconstructing Race von Professor Maheri ist ganz entscheidend in der Terminierung hier und sagt, dass in der Hierarchie der weißen Vorherrschaft die Nicht-Weißen in Amerika unterdrückt worden ist. Er bietet hier ein neues Konzept an, das der Mikrokulturen zum Verstehen von Identitäten
Also Mahiri hat dieses Konzept der Mikrokulturen, die zahlreichen Komponenten der Positionierung, der Praktiken, der Wahlen und der Perspektiven, die die einzigartige Identität des Einzelnen ausmachen, als Ersatz dieser des Konzepts der Rasse. Jetzt sind wir in einer wichtigen Moment der Diskussion, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in der größeren amerikanischen Diaspora, die hier auch diskutiert. Und deswegen freuen wir uns natürlich sehr, von Ihrem Buch zu hören und das dann später zu diskutieren. Dann heißen Sie mit mir willkommen, Professor Jabari Mahiri. Die Dolmetscher hätten das Skript, das die Dame vorgelesen hat, gerne auch gehabt. Hatten wir leider nicht. Good evening. And thank you so much. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Zum Jahresende, am Ende eines Abends. Ich habe schon viel Spaß gehabt in Deutschland. Das ist das erste Mal, dass ich in Deutschland bin. Ich bin schon viel gereist, aber ich war noch nie in Deutschland. Und da möchte ich natürlich auch einen neuen Freund erwähnen, Professorin Viola Georgi, die wichtig war hier für die Verbindung zur Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir hatten da auch schöne Möglichkeiten, mit Studentinnen und Studenten zu sprechen. Und Jasmin aus Bremen, die war auch vor Ort. Und das ist mein letzter Vortrag hier. Morgen geht's weiter nach Madrid. Meine Tochter studiert da Masterstudiengang. Als ich aus der Highschool kam, wir waren 8 Kinder zu Hause, war keiner ins College gegangen, hatte also keiner studiert. Mein erster Job war ein Job in einer Fabrik und meine Eltern haben gesagt, boah, das ist doch super, ein super Fabrikjob und das war's das. Das war während des Vietnamkriegs und nach einem Jahr wurde ich eingezogen in die Armee. Und da war ich 3,5 Jahre in der Armee, bin Leutnant geworden und sogar nach Vietnam geschickt worden. Und ich kam nicht aus einer politischen Familie, die waren sehr konservativ, meine Eltern, und sehr religiös. Und ich wurde aber politisiert in Vietnam eigentlich. Ich habe so viele Bücher gelesen, als wir nicht in Kampfhandlungen drin waren. Und dann hatten wir Stokely, Makamei und anderen, Father Khan auch in Chicago, der auch wichtig war für die Befreiung, den Kampf der Farbigen, für Anti-Apartheid-Studie und Kwanzaa und so weiter. Hab das alles gelesen und war auch teils dabei. Ich war in diesen Kämpfen involviert und dann war ich interessiert, da war ich Professor geworden und da wollte ich eigentlich mal wieder mir diese Dinge anschauen, die wir uns damals angeschaut hatten. Black Lives Matter Movement haben wir ja damals und Black Liberation Bewegung damals. Ich habe mir nicht nur die positiven Dinge angeschaut, die uns diese Bewegung gebracht haben. Ich habe mir auch angeschaut, wo sind die Defizite. Ich würde sagen, dass einige Aspekte immer der Machtstrukturen repliziert wurden, gegen die wir eigentlich kämpften. Carlo Freire redet davon, von diesem Begriff als Oppression. Wenn man keine Idee hat, wie die Befreiung aussehen soll, dann modellieren Sie Ihre Idee auf den oppressiven Strukturen, die Sie bekämpfen wollten. Und am Schluss perpetuiert man die gleichen Probleme, selbst wenn man es anders farblich angestrichen ist. Ich will nicht von anderen Schwarzen und auch nicht von anderen Weißen unterdrückt werden. Das heißt, wie kriegen wir diese Unterdrückung weg? Und das basiert hier, diese Dekonstruktion des Begriffs Rasse. Selbst wenn wir
Wenn wir die verschiedenen Gruppen, die marginalisiert worden sind, verteidigen, haben wir immer noch diese Oberstruktur der rassischen Trennung, die weiße Überlegenheit für uns geschaffen hat. Das heißt, je weiter wir in diese Kategorien reingehen, und ich werde das versuchen auch grafisch zu demonstrieren, desto mehr perpetuieren wir diese Art und Weise, wie diese Rassentrennung sich entwickelt hat historisch und uns daran gehindert hat, wirklich zu verstehen, wer wir eigentlich wirklich sind. Es gibt natürlich Gruppen mit ethnografischen Beziehungen, Sprache, Kultur, aber in Amerika ist das minimalisiert worden, so dass man nur in eine von sechs oder fünf Kästchen gesteckt werden kann, also aus einer Rassenperspektive. Mit jeder Präsentation fange ich an, dass das nicht die wichtigsten Probleme, mit denen wir uns herumschlagen sollten als Menschheit. Wir haben die Klimawandel, wir haben die Atomwaffenproliferation, wir haben die globale Armut. Das sind die Probleme. Die sollten eigentlich mehr Priorität haben als diese Kämpfe, die wir führen um die Unterschiede unter uns. Aber diese Unterschiede, die kommen sozusagen in den Weg und verhindern, dass wir diese wirklichen Probleme angehen. Und erster Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. Ein wichtiges Problem des 21. Jahrhunderts ist das Thema Colorblind, also das Farbdilemma. Es ist nicht Colorblind, es ist nicht Farbenblindheit, es ist genau das Gegenteil. Colorblind ist ein wichtiger Triebkraft für dieses Abgrenzen von den anderen, für das Othering. Wir haben in der Universität Berkeley verschiedene Cluster für Forschung und eins dreht sich um den Bereich Equity und Inclusion. Und wir versuchen natürlich eine neue Terminologie zu finden für Rasse, für Ethnizität und die andere Art und Weise, wie wir Gruppen beschreiben wollen. Und fundamental ist natürlich, wie othern wir andere? Wie grenzen wir uns von anderen ab? Und wie sind diese Prozesse, wie laufen die? Nicht nur über verschiedene ethnische Gruppen, sondern auch unter ihnen. Das heißt, Othering kann sogar in der Black Community funktionieren, wo man eine Gender-Domination zum Beispiel auch sehen kann. Ja? Altersfragen, soziale Fragen, das sind alles Dinge, mit denen wir umkämpfen. Um dieses Othering, da geht es darum, wie man das besser verstehen kann, wie das funktioniert zwischen den verschiedenen Gruppen, die Abgrenzung. Ja? Und das andere ist dann die Zugehörigkeit. Ein dritter Punkt, den ich noch machen möchte, ist, dass wie gesagt, das hatte ich schon mal erwähnt, dass uns das daran hindert, die wirklichen Probleme in unserer Welt anzugehen. Ja? Und wenn Ethnographie wichtig ist für mikrokulturelle Positionierung ist, besser zu verstehen, was Inklusion bedeutet. Ich werde etwas vorlesen aus meinem Buch, und zwar die ersten zwei Sätze unter dem Titel Die Verletzungen zu heilen. Und da schauen wir uns die verschiedenen Gruppen an, wie sie identifiziert werden in den Vereinigten Staaten. Die sozusagen in ein Sandwich gepackt werden. Der Begriff der Ethnographie, das heißt, wie schreiben wir über das andere? Das Erste, wie können wir die Probleme in einer Gesellschaft lösen, in der wir leben? Und diese Person
die wichtig für mich war, James Bradley, sagte Folgendes. Ethnographie bietet uns die Chance, unseren engen kulturellen Hintergrund zu verlassen und den Ethnozentrismus zu vergessen für eine Weile, um die Sicht anderer Menschen mal zu betrachten. Dann hatten wir Dill Himes, der war Soziologe und Linguist. Wir hatten den damals studiert im Englischunterricht. Die Soziallinguisten, die gehen weg von der Linguistik und sagen, dass Bedeutung was mit Kontext zu tun hat. Also autonome Bedeutung zur Kommunikation von Bedeutung hat immer mit dem Kontext zu tun und braucht immer Kontext. Und dann noch etwas, was sehr interessant war, hat mir ein Kollege gesagt. Ich hatte zwei Fragen in meinem Buch gestellt. Einmal, wie identifiziert eine Gesellschaft Sie und wie identifizieren Sie sich selbst? Wie beschreiben Sie sich selbst? Ich hatte in meinem Buch jede Menge Leute interviewt und das waren zwei Fragen, die ich denen nur in diesen Interviews gestellt habe. Das ging teilweise bis zu 3 Stunden. Für mich hieß es dann, kommt es darauf an, wer die Frage stellt. Das war für mich sehr interessant. Der Kontext ist interessant. Wer stellt wann welche Frage? Wer ist das? Und ja, ich sehe schon, ich muss mich ein bisschen beschleunigen. Ich bin ja schon beim ersten Kapitel schon hängen geblieben hier. Ich möchte einen Akzent setzen hier. Aus dem Standpunkt des Prismas und der Prismen. Das ist eine amerikanische Analyse. Ich schaue mir das aus der Perspektive der Vereinigten Staaten an. Ich sage nicht, dass ich irgendwas von Deutschland verstehe. Es gibt vielleicht gewisse Ähnlichkeiten, das können Sie sicherlich beurteilen und in der Diskussion später können wir das vertiefen. Die 5 Kategorien in meinem Buch, die geschaffen worden sind, meiner Meinung nach, für weiße Vorherrschaft. Ich verwende diese Farben aus der Sicht der Interviewten aus. Und eine Person hat mich autorisiert, das zu sagen hier. Man muss natürlich immer auch wissen, welche Person ist das, ja. Und sie hatte gesagt, sie tut so, als wäre sie weiß. Eine Afroamerikanerin, die ich interviewt hatte, die kam aus der Karibik, ging nach Boston mit 15 und die wurde gegenüber den anderen Schwarzen diskriminiert, von anderen Schwarzen diskriminiert worden. Und musste sozusagen sich adaptieren. Sie hat dann auch so getanzt, so geredet, sich so angezogen und so auch so gegessen, damit sie von Afroamerikanern nicht mehr diskriminiert wurde, sagte sie mir, erzählte sie mir. Und einer der asiatischen Interviewer sagte, wir sind nicht gelb. Wir können über Schwarz, Weiß reden, über Braun reden, aber niemand will das Wort Gelb verwenden, um eine Gruppe von Leuten zu beschreiben. Und warum sollte das für andere Gruppen funktionieren, wenn ich sie so benenne? Und dann, wenn ich Linguist bin und dann queer sage und dann von der Originalbedeutung das wegnehmen und diesem Begriff dann eine andere Modus geben, dann wirkt das ganz anders. Wir haben das mit dem N-Wort gemacht. Die Jungen haben das gemacht und die werden sagen, ja. Sie wissen ja, wie die Geschichte ist dieses N-Worts. Wenn man das rückwärts sozusagen gesprochen hat, dann würde es andersrum bedeuten, Mord.
Das ist eine Gruppe in der Gesellschaft, die sehr marginalisiert worden, die Opfer von Genozid waren. Und als Konsequenz daraus, eben die Indianer, wollen man, aber sie wollen nicht so betrachtet werden. Ja? Die Indianer haben ihre Kultur verloren, ihr Land, ihre Region, alles verloren. Ja. Und man nannte das dann Red Rum. Ich versuchte das alles in meinem Buch zu beschreiben für meine Studierenden. Das Endziel war es, Curricula zu entwickeln, die neu sind, die nuancierter sind als die traditionellen Narrativen. Am Ende des Buches sind einige dieser Lehr Ansätze sozusagen beschrieben. Die ersten Seiten des Buchs. Er war 3 Jahre, als er dieses Buch geschrieben wurde. Man nannte ihn Santi, für Santiago, seinen mittleren Namen. Und in den Vereinigten Staaten, wo er geboren wurde, wurde er als Schwarzer gesehen. Aber seine Identität ist sehr viel komplexer als das. Ich möchte ihn Santi ganz kurz vorstellen. Er war 3 Jahre, als dieses Buch geschrieben wurde. Da darf ich ihn kurz vorstellen. Der ist gut. Mit 3 kann er schon sehr gut E-Fahrzeuge fahren. Aber Santi, und das zeigt... Er ist Sohn eines afroamerikanischen Vaters und einer Frau aus Kolumbien und wurde Migrantin genannt. Sie hat einen Migrantenhintergrund in den Vereinigten Staaten, wurde da nicht geboren. Die Mutter von ihr wird identifiziert werden als weiße Kolumbianerin, also kolonialer Hintergrund. Und Santi wächst bilingual auf, Spanisch und Englisch. Vater musste Englisch lernen, um in dieser Familie akzeptiert zu werden. Aber er wird identifiziert als schwarzer Junge. Aber wenn man das anschaut, wo das alles herkommt, ja, das ist das Buch, argumentiert, dass man einfach verstehen muss, wie viel komplexer sich die Dinge darstellen, als nur mit diesen Zuschreibungen von Rasse, wie wir sie gewohnt sind. Wir haben 2 Beine, auf denen dieses Buch steht. Einmal ist das universitäre Ausbildung und dann einfach dieser Hintergrund aus der Realität, aus dem Alltag. Das Problem des 20. Jahrhunderts ist das Problem der Farblinie. Das ist hier Dubois und ich möchte mit der Terminologie spielen. Das Problem des 21. Jahrhunderts ist das Problem der Colorblind, dieses Farbdilemmas. Das heißt, ich argumentiere, dass wir so sozusagen gefangen sind in diesen Farbkategorien, dass es ein Riesenproblem des 21. Jahrhunderts ist. Dubois war der erste Harvard-Graduierter, war Soziologe, war Ethnograf und er machte Forschung in verschiedenen Communities, um das Buch zu schreiben, hier The Souls of Black Folk. Und er hat, so wie er das nannte, den Schleier weggerissen. Er wollte, dass die Leute sehen, wer die Afroamerikaner sind, hinter dem Schleier der Stereotypen. Ja. Und sie rausreißen sozusagen aus einer Ideologie, die ihnen gar nicht zuzuschreiben ist. Und wir haben sozusagen den Schleier der weißen Vorherrschaft weggerissen.
Und so haben wir die Gesellschaft sozusagen zu sehen, ja, durch diesen Schleier der weißen Vorherrschaft. Und diese Colorblind ist immer vor uns gewesen. Ja. Und er verstand, dass die Farbgrenze porös und permeabel war und dass menschliche Leidenschaft, Vorrechte und Macht sich nie durch zugeschriebene Rassenkategorien einbinden ließen, selbst nicht durch unvorstellbare Grausamkeiten in den 16., 17., 18., 19. Jahrhunderts. Ja. Das waren unglaubliche, unvorstellbare Grausamkeiten, die passiert sind, die Menschen zufügen konnten. Ich möchte aber eines klar machen. Colorblind ist aber nicht colorblind. Dieses Farbdilemma ist nicht farbblind. Die Realität der Unterschiede wird nicht geleugnet. Das Farbdilemma stellt die Bestrebung in Frage, Menschen zu konstruierten Rassenkategorien gefangen zu halten, Geist und Imagination zu fesseln durch Trennlinien, die auf konstruierten Unterschieden beruhen. Einige der Arbeiten, die wir hier gemacht haben, das erste Buch, das wir hier sehen, wir hatten hier einen 31-jährigen Afroamerikaner, Ibram X. Kendi, der hat das brillant geschrieben und hat geschrieben, dass wir die Geschichte immer gesehen haben aus einer rassischen Brille, bis zu Barack Obama, wo wir jetzt nicht mehr farbenblind sind. Wir hatten ja einen schwarzen Präsidenten, aber er sagt, nein, die gesamte Geschichte des Landes ist von rassischen und antirassischen Argumenten charakterisiert. Und das war das erste Mal, dass ein so junger Mann einen Buchpreis gewonnen hat. Und dann auch noch ein Schwarz-Amerikaner. Ich möchte sicherstellen, dass diese Begriffe, wer einen Migrantenhintergrund in den Vereinigten Staaten hat, eigentlich für alle gilt in den Vereinigten Staaten. Und einige nicht typisiert werden, dann ist es schon so, dass sie in der Vergangenheit schon mal typisiert wurden in den 1920er. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Ich weiß, dass ich schon ziemlich überzogen habe. Morrison sprach in ihrem letzten Buch über die Herkunft der anderen. Das betrachtet so ein bisschen dieses Konzept der Wahrnehmung des Andersseins und der Zugehörigkeit. Das ist aber natürlich nicht neu. In den 70ern, Mead und Pollen hatten tatsächlich auch eine Abhandlung. Die waren hier auch auf einem solchen Podium, bei einer Podiumsdiskussion. Und das Publikum hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, mit in das Gespräch einbezogen zu werden. Man hat sich hier 7 Stunden unterhalten und hat dann dieses Buch herausgebracht, dieses Rap on Race. Und man sagte, dass das Weißsein tatsächlich nur eine Idee ist, die es tatsächlich in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und wenn man sich das Thema in den USA anschaut und sie fragt, die sich selbst als weiß empfinden, sie zu fragen, worauf dies eigentlich beruht und welche Geschichte eigentlich dahinter liegt. Man muss doch einfach sich dort niederlassen, wo man sich befindet. Und wenn man bestimmte Privilegien hat oder Macht hat, dann muss man doch versuchen, das auch zu übertragen und die Ketten abzulegen. Man möchte vielleicht ein Verbündeter sein, ein Mensch, der den Kampf auch unterstützt, wenn man selbst vielleicht schuld daran ist, dass man vielleicht auch anerkennt, dass man selbst da auch einen gewissen Anteil daran hat. Leider haben wir tatsächlich nicht mehr Zeit. Ich möchte Sie einfach dazu aufrufen,
aufrufen, dieses Buch vielleicht noch einmal zu lesen. Aber ich habe mich in meiner Arbeit auf das Werk The Invisible Man bezogen. Und ein Wissenschaftler, der ebenfalls auch ein Schriftsteller ist, hat sich mit dem Thema befasst. Und ich wollte die Ideen, also einerseits der Forschung mit einzubeziehen, sondern auch die Ideen der Literaten selbst. Und wenn man den Prolog des Invisible Man genauer liest, dann sieht man auch, dass es Elemente gibt, die zur Dekonstruktion des Rassenbegriffs aufrufen. Er spricht von seiner Situation, wo er in einem kleinen Raum wohnt. Das ist unbekannt. Also er ist da quasi wie in so einer kleinen Höhle, in der er sich selbst mit Strom versorgt und ist dort ja unberührt von der Umgebung untergekommen und hat sich dort quasi ja versteckt. Und dann geht es an einer Stelle auch darum, dass er Vanilleeiscreme isst und dann hört er Louis Armstrong zu und sagt, was habe ich getan, um so schwarz zu sein und gleichzeitig so traurig? Und er gibt sich dieser Musik hin und versucht da auch bestimmte Antworten zu finden auf seine Fragen. Es gibt da auch in der Musik bestimmte Analogien, dass man sagt, es gibt ja verschiedene Blues für fehlendes Geld, für die Frau, die nicht da ist. Und da gibt es 100 verschiedene Schattierungen des Blues und dieser Bluesmusik. Und er versucht, das aufzudröseln und auch diese Zwischenräume aufzugreifen und zwischen den Zeilen zu lesen. Und sagt, dass es, er hört eine Frau zuhört, die schreit, als wäre es die Stimme seiner Mutter und die an der Elfenbeinküste sich dem Sklavenmarkt darbieten muss. Und wie könnte man diese Beziehung herstellen, diese Stimme seiner Mutter gehören könnte? Und die gesamte Geschichte der Sklaverei und des Sklavenhandels, die der eigenen Geschichte zugrunde liegt, das wird oft nicht genügend erklärt und man wird sich da quasi selbst überlassen, das der Sache auf den Grund zu gehen. Und wenn man jemandem zuhört, der über das Schwarzsein predigt und er sagt, dass das Schwarzsein ist vorhanden und kann aufgebrochen werden und diese Konflikte und diese Komplexität, die aufgebrochen werden kann und muss. Und im Jahre 1947, als dieses Buch The Invisible Man geschrieben wurde, da hat man diese komplexen Ansätze schon untersucht. Und das ist ein Buch, was auch den National Book Award, also den Nationalen Buchpreis, erhalten hat im Jahre 1951. Ja. Und das war ein weiteres Thema, was mich beeinflusst hat. Ein Film, das Sie sicherlich alle kennen, Das Leben der Anderen, das im Jahre 2006 in die Kinos kam. Und das hat mich durchaus sehr beeinflusst, denn das war einer der Filme, die in dieser Zeit natürlich stark im Gespräch waren. Und ein Stasi-Mitglied musste natürlich bestimmte Leute ausspionieren. Dazu gehörte auch eine Gruppe von Künstlern. Und dabei stellte er fest, dass er dass dieses Abhören der anderen auch einen Einfluss auf sein eigenes Leben hatte. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Ethnographie, was ich sagte, dass man die anderen aus ihrer eigenen Perspektive betrachten kann, ohne diesen Standpunkt nur aus der eigenen Sicht zu betrachten. Und dann muss man sich vielleicht in diesem Zusammenhang auch die Frage stellen, hat man vielleicht selbst auch einen Migrationshintergrund? Aber ich möchte jetzt nicht zu weit fortschreiten. Wir sind tatsächlich erst auf unserem dritten Dia gelandet. Ich bin also noch nicht weit vorgeschritten. Und
Ich habe Ihnen eine ganze Reihe von Büchern gezeigt und hier geht es das Problem des Wahrnehmens des Andersseins, ein Problem des 21. Jahrhunderts, was ich schon sagte, also in einer Welt, die sich ja vielen unvermeidbaren und überwältigenden Herausforderungen stellen muss, die vielleicht sich um diese Dimension der Gruppen Differenz dreht und dass das noch einmal untermauert, welche territorialen Konflikte wir haben, sektorielle Gewalt, militärische Konflikte. Und all diese Themen können überhaupt nicht angegangen werden. Aber das Argument, was ich hier machen möchte, dass wir versuchen, eine einschließende Gesellschaft zu sein, ohne jemanden auszuschließen. Und das schließt uns letztlich davon aus, auch diese großen Themen anzugehen, die für die Gesellschaft zu wichtig sind. Und das Gegenkonzept der Wahrnehmung des Andersseins ist das Zugehörigkeitsgefühl. Und hier möchte ich kurz auf eine Geschichte zu sprechen kommen. Hier gibt es eine Reihe von Zwillingen, die ich untersucht habe. Und im Zusammenhang dazu geht das auch noch um einige Erfahrungen in einem Museum. Und hier ging es um eine Person, die ich einmal Felix nennen möchte. Und Paulo Freire sprach bei einer Vorlesung an der Harvard-Universität über seine eigenen Erfahrungen, über sein Gefühl als Exilmensch, als ein Gefühl, immer dazwischen zu sitzen. Und als Felix den vergangenen Sommer damit verbrachte, die einzelnen philippinischen Inseln abzulaufen, stellte er fest, dass er nirgendwo wirklich dazugehörte. Und das ist vielleicht, die Philippinen hatten zwar in der Kolonialzeit einen spanischen Einfluss, werden aber trotzdem den asiatischen Ländern zugeordnet. Und so stellte er sich die Frage, welche dieser Kulturen fühle ich mich zugehörig von 7.641 verschiedenen Inseln und ähnlich vielen unterschiedlichen Sprachen. Und er hatte das Gefühl, dass er selbst auf einer eigenen Insel saß, denn seine Identität als Filipino-Amerikaner und als Homosexueller gab ihm das Gefühl, nirgendwo wirklich dazugehören. Und die Vorlesung, die Freire an der Harvard-Universität hielt, gab ihm noch einmal diese Bestätigung, dass es eine Zugehörigkeit geben könnte. Und Felix hat einen Zwillingsbruder, der ist verheiratet, hat Kinder und hat sich für ein komplett anderes Leben entschieden als das, was Felix führt, auch wenn sie natürlich in der Kindheit gemeinsam aufgewachsen sind in den gleichen sozialen Bedingungen. Aber was ich noch einmal hervorheben möchte, ist die Besonderheit der Zwillinge, dass sie natürlich auch ein eigenes Identitätsproblem haben, dass es auch hier diese Kategorisierungen gibt. Und hier sehen wir das Titelblatt der National Geographic. Das ist von April diesen Jahres und hier geht es darum, wie diese Zwillingsschwestern uns noch einmal alles komplett überdenken lassen, was wir bisher über Rasse gedacht oder gewusst haben. Wir wissen, dass es kein wissenschaftlicher Fakt ist, sondern ein sozialer Fakt. Und hierbei möchte ich noch einmal auf meine Erfahrung mit einem Museum zu sprechen kommen. Das war auch im Jahr 2006, als ich diesen Film Das Leben der Anderen sah. Und hier gab es eine Reihe interessanter Ausstellungen im Museum St. Paul. Und hierbei ging es darum, dass es drei verschiedene Arten gibt, über Rasse nachzudenken. Also einmal die Wissenschaft der menschlichen Unterschiedlichkeit und ob es tatsächlich eine wissenschaftliche Berechtigung gibt. Und es spricht über die Geschichte der Rasse und die täglichen Erfahrungen. Und was wir in den USA üblicherweise tun, ist, dass wir unsere Erfahrung mit der Rasse so wandeln, dass wir die Geschichte der Rasse so darstellen, dass sie mit der Wissenschaft oder der Vorstellung von Rasse einhergehen. Peggy sprach über die unlesbaren Hautfarben. Und man kann tatsächlich die Menschen nicht eindeutig in diese fünf Kategorien einordnen.
einordnen. Und manchmal nutze ich dieses Bild, das habe ich mal einfach in der Post gehabt. Und hier frage ich mich, welche dieser 5 Kategorien würde auf diese Frau zutreffen. Und ich kann tatsächlich 20% jeder dieser einzelnen Kategorien zuordnen. Die Menschen sind nicht fähig zu sagen, ist sie eine amerikanische Ureinwohnerin, ist sie Asiatin, ist sie vielleicht Latina, Mexikanerin. Und das war hier dieser gesamte Flyer, den ich bekam. Und hier ging es um ein lateinamerikanisches Filmfestival. Aber wenn man sich allein das Bild anschaut, ist man tatsächlich unfähig, dies eindeutig zuzuordnen. Und in diesem Zusammenhang habe ich in Austin einen Vortrag gehalten und in Texas State, das ist tatsächlich nur 60 Kilometer voneinander entfernt. Und hier auf der linken Seite sehen wir Minda Lopez. Und ich war immer der Meinung, sie gehörte der lateinamerikanischen Kultur an, aber sie selbst bezeichnet sich als weiße Frau. Sie hat einfach einen Lateinamerikaner geheiratet und in Austin hier auf der anderen Seite haben wir Christina Salinas und ich war immer überzeugt, dass sie eine Weiße wäre und sie hat mich komplett überzeugt, dass sie einen lateinamerikanischen Hintergrund hat, aus einer Stadt in Texas kommt, wo sie dieser Gemeinschaft angehört hatte. Und dort musste ich selbst einmal meine Vorstellung general überholen. Hallo, ich bin Jessica Strick und ich betreue hier die Ausstellung. Und hier hatten wir die Möglichkeit, das Exploratorium zu besuchen. Das ist ein weiteres Museum in San Francisco, ein interaktives Museum. Und ich habe hier mit dieser Dame zusammengearbeitet. Und einer meiner ehemaligen Absolventen ist tatsächlich ihr Vorgesetzter. Und sie hat hier diese Installation entworfen, wobei es darum geht, das System und die Idee der Rasse aufzubrechen. Und hier haben wir einmal diese Grundkategorien aufgeführt und dann weitere Berührungspunkte mit aufgenommen, die sich mit dem Thema die Identität auseinandersetzen. Okay, gehen wir ein wenig schneller vorwärts. Wir haben hier tolle Bilder, die können wir aber leider nicht alle betrachten. Da komme ich allerdings nicht drum rum. Das ist unsere letzte Wahl in den USA. Das ist noch nicht wirklich lange her. Das sind die Kongressabgeordneten in Amerika. Und da brauchen wir vielleicht nicht unbedingt eine Karte der USA, um sich eine Vorstellung zu machen, wer hier repräsentiert wird von der republikanischen Riege. Und es wurde einmal gesagt, wenn man sich vorstellen kann, wie die Denkweise der Konservativen ist, dann gibt es auf der einen Seite die Sicherheit, ist wichtig, dass die Hierarchie vergleichbar ist wie eine strenge Familie mit einem Vater, der an der Spitze steht. Und im Gegenzug haben wir eine Vorstellung der maternalistischen Herangehensweise, wo die Mutter den Kopf der Familie stellt. Und hier sehen wir, dass in diesem ganzen Portfolio nur eine einzige Frau dabei war. Und hier sehen wir noch einmal eine Karikatur, wo man sagt, dass weiße Frauen sich ja meist den Männern untergeordnet haben, die die höheren Machtpositionen hatten. Und hier sehen wir die demokratischen Kongressabgeordneten mit einer viel höheren Diversität in der Aufsplittung. Bei den Republikanern ging man davon aus, dass die weiße Repräsentanz von 86% auf 90% hochgegangen ist, während auf den Seiten der Demokraten die weißen männlichen Repräsentanten von 41% auf 38% heruntergegangen sind. Das ist also diese Diversität. Und hier sehen wir durchaus eine viel bessere Darstellung und Repräsentanz des gesamten Landes, das diese Menschen repräsentieren. Und diejenigen, die der Meinung sind, dass die USA tatsächlich widerspiegelt, was im Land vorhergeht und sagt, dass es wirklich so divers ist, muss hier noch einmal schauen, wie das tatsächlich in unserer Führungsriege widergespiegelt wird. Und das
Thema wird natürlich auch institutionalisiert, wie in der Statistikbehörde im US-Census. Und hier sehen wir noch einmal die Bezeichnung weiß. Dieser weiße Begriff ist seit 1790 gleich geblieben, während wir uns auf der anderen Seite die Bezeichnung der schwarzen oder farbigen Bevölkerung sich sehr stark gewechselt hat. Wir hatten sehr viel Einwanderung, wir hatten Chinesen, wir hatten Mexikaner, die hauptsächlich in den 20er Jahren dazugekommen sind. Dann hatten wir die Afroamerikaner. Hier war es jedes Mal wieder aufs Neue die Frage, wie diese Bevölkerungsgruppen zu bezeichnen wären. Es waren immer die anderen, in Anführungsstrichen. Und ich habe selbst in meiner Familie noch einmal nachgeschaut. In der Geburtsurkunde meines Vaters steht, dass mein Vater ein farbiger Mensch ist. Bei mir steht Negro. Mein jüngerer Bruder, der 20 Jahre jünger ist, dort sieht man Afroamerikaner. Das sind zwei Generationen innerhalb der gleichen Familie, aber die Geburtsurkunden identifizieren uns auf so ganz unterschiedliche Weise. Wären wir weiß gewesen, dann wäre die Identifizierung seit 1790 quasi gleich gewesen bis jetzt 2010. Ja, wir haben oft dieses Argument, dass das Weiße das Schwarze hervorruft oder kreiert. Ich möchte Sie hier kurz mit diesem Bild vertraut machen. Und wenn man möchte, dass das Weiße eine eigene Identifizierung hat, also was mit dieser Reinheit in Verbindung gebracht wird, da braucht es dieses Gegenstück. Und dafür brauchen wir eben dieses Schwarzsein. Und in unserer Gesellschaft, in den USA, haben wir natürlich hier die Ursprünge, die zurückgehen auf 1690. Und nun komme ich auch schon tatsächlich zu meinem letzten Dia oder das vorletzte Dia, was ich Ihnen hier mitgebracht habe. Und was ich oft das Gefühl habe, dass wir uns in Prismen von Identitäten befinden. Und allerdings ist es auch eine Art Gefängnis, in der wir uns befinden. Prismen wären doch tatsächlich viel befreiender mit diesen verschiedenen Farbspektren. Wenn man sich anschaut, wie ein Prisma funktioniert, da gibt es dieses weiße Licht, was auftrifft und was dann aufgebrochen wird. Und da haben wir natürlich eine ganze Vielfalt von Farben. Das sind vielleicht nicht alle Farben, die wir fähig sind zu sehen, aber wir haben eine Grundlage auf dieser weißen Farbe. Und oft hat man eben diese Gegenüberstellung des Weißen unter der farbigen Menschen. Es gibt aber eben nicht diese eindeutige Gegenüberstellung, denn es gibt eine ganze Vielfalt von verschiedenen Farben. Vielleicht könnten wir die Hierarchien ein wenig abflachen. So, jetzt können wir uns noch über Rachel Dolezal reden und wie sie versuchte, als schwarze Person zu gelten. Und wenn es tatsächlich die Rassenaufsplittung gar nicht gibt, dann hat sie ja über eine Lüge gelogen. Das ist vielleicht ein weniger aktiver Prozess, wenn man als Weißer durchgeht. Dieses Durchgehen ist quasi ein passiver Prozess, obwohl ich vielleicht gern eine aktive Rolle daran hätte. Also wenn man vielleicht als Migrant versucht, Teil einer Kultur zu werden, dann gibt man vielleicht vor, etwas zu sein. Ich habe, glaube ich, während meiner Kindheit auch versucht, vorzugeben, ein Amerikaner zu sein, der in den USA geboren ist. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wer muss etwas vorgeben und wer nicht. Und nun komme ich zum letzten Museum, zur letzten Ausstellung. Wir haben ein Museum in Washington, D.C. über afroamerikanische Geschichte. Man muss tatsächlich 2 Stunden anstehen, dann bekommt man eine Zeit, zu der man wiederkommen kann. Und im Erdgeschoss geht es tatsächlich los mit der Sklaverei und deckt die gesamte Geschichte ab. Und hier wird noch einmal gesagt, dass wir
dieses Gefühl der Rasse natürlich auch der Ursprung des Lebens ist. Und man versucht, die gesamte afroamerikanische Kultur zu repräsentieren hier als in einer Fotoserie. Und hier ist mir aufgefallen, dass diese Frauen nicht eindeutig zuordnenbar war. Und ich fand das recht interessant, weil meine Mutter als Cherokee-Indianerin hier tatsächlich gut reinpassen würde. Und wenn man mich einfach als Schwarze bezeichnet, dann würde 30% meiner Herkunft verneint werden. Hier sehen wir meine Großmutter, eine Cherokee-Indianerin mit unglaublich langem Haar. Und nun komme ich auch schon zum letzten Dia. Hier vielleicht noch ein wenig Publikumsbeteiligung, bevor ich zum Abschluss komme. Meine Tochter schickte mir ein Foto und sie sagte mir, ich möchte dir hier kurz meine Mitbewohner vorstellen. Wir hängen einfach ab. Ja, was hat denn das mit Anhängen zu tun? Redet ihr so miteinander? Und sie sagte, ja, ja, wir sind irgendwie jeder für sich und doch zusammen. Und hier möchte ich Sie kurz um ein Handzeichen bitten. Und das ist tatsächlich auch jetzt mein letzter Beitrag zum Thema unlesbare Haut. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, welche der Frauen ist meine Tochter? Sind Sie der Meinung, dass die Frau links meine Tochter ist? Ganz links. Dann bitte kurz um das Handzeichen. Da haben wir, dann gehen wir weiter. Die mittlere Dame, könnte das meine Tochter sein? Vielleicht ein Drittel von Ihnen. Und wer ist der Meinung, dass die Dame rechts meine Tochter ist? Okay, das ist das erste Publikum, das sie tatsächlich in der Mehrheit richtig eingeschätzt hat. Mia ist meine Tochter, ist die tatsächlich richtige. Daneben haben wir eine Dame indischen Ursprungs und auf der linken Seite lateinamerikanischen Ursprungs. Und oft haben wir diese Stereotypen durch diese rassistischen Kategorien. Und Mia, meine Tochter, ist tatsächlich sehr mathematisch begabt. Und wenn man fragt, welche Identität sie ihr oft zuordnen auf dem Campus, dann sagen sie, ja, ich bin so gut in Mathe und in den Naturwissenschaften, dass sie oft der Meinung sind, dass ich Inderin sein muss. Ich kann doch nicht Afroamerikanerin sein und mathematisch begabt sein. Und das ist vielleicht noch einmal kurz eine kleine Anekdote. Mir hat noch eine Zwillingsschwester, die ich morgen in Madrid besuchen werde und die tatsächlich noch lateinamerikanischer aussieht. Und dann hat man oft das Gefühl, dass ich mich anders verhalte. Dann hat man oft das Gefühl, was macht denn dieser alte Typ mit diesem jungen Mädchen? Dass man das Gefühl hat, wir gehören gar nicht familiär zusammen. Und ja, das war es tatsächlich auch schon von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In the middle. Okay. You can sit in the middle. Well, Wo willst du sitzen, Peggy? Ich sitze hier außen. Thank you so much. Ja, vielen Dank. Sie haben uns durch das Buch geführt und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Buch lesen sollten. Am besten gleich heute Nacht damit anfangen, also sich vorher vielleicht ein Exemplar zu organisieren. Sie haben ja auch schon erwähnt, dass das Buch recherchiert wurde während der Zeit der Wahlkampagne 2016, wo man das im ersten Jahr dessen, was wir jetzt leben mit Individuum 1 im Oval Office. Und Sie haben sich ja auch schon bezogen auf die Notwendigkeit dessen. Wir möchten reden über Ihr Konzept der mikrokulturellen Identität, wie Sie das im Buch auch dargestellt haben und uns auch die Komplexität dargestellt haben, aber auch die Fluidität. Wie kann man den Rassismus in den Schulen senken? Und wir möchten auch die Unterschiede des Bildungssystems zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten vielleicht ein bisschen erläutern. Haben Sie ja schon ein bisschen angesprochen gehabt. Was bedeutet das für uns? Was können wir in Deutschland machen?
Und dafür haben wir eine weitere distinguierte Rednerin hier. Und das ist jetzt Professor Dr. Maisha Aruma. Er ist Professorin für Kinderpsychologie in der Standard-Universität. Sie ist auch Gastprofessorin für Gender Study an der Umweltuniversität in Berlin. Da ist er Mitglied von DEFRA, einer queeren feministischen NGO von und für schwarze Frauen in Deutschland. Ist sie auch Aktivistin, die ihre Erfahrungen nutzt, um die Themen der BIPOC, der Black POCs, zu thematisieren. Ihre frühesten Kindheitserinnerungen können zurückgeführt werden in die McGuffey Road Primary School, wo ihre Mutter als Lehrerin arbeitete damals. Und ich zitiere aus einem Interview, das sie vor 2 Jahren gegeben hatte, als sie gesagt hatte, und ich möchte zitieren, Lehre war in ihrer Familie immer schon wichtig. Ihr Wunsch, Lehrerin zu werden, kam aus ihrer Bewunderung für ihre Mutter, eine der besten Schwimmlehrerinnen, die Kenia je hatte, und ihrem Onkel, einen früheren Vizepräsident der Universität von Nairobi. Und ich zitiere weiter, ich nannte meine Frau Chapundo für Lehrerin. Und das hat für mich die Leidenschaft der Lehre geweckt. Und das hat sie später in ihrer Interview auch dargestellt. Trotz ihrer akademischen Leistung musste sie zur Studienkollegin, um den Universitätszugang zu bekommen. Qualifizierte sich, war dann in der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, wo sie 1995 graduierte mit Sozialarbeitsabschluss. Sie hat dann mit Frauen und Kindern gearbeitet, die Gewalterfahrungen durchlebt hatten, und ihre eigenen Erlebnisse mit Rassismus haben sie dazu gebracht, Aktivistin zu werden für soziale Kohärenz und gegen Rassismus. Und ich möchte hier wieder zitieren, ich musste Selbstverteidigungskurse nehmen, um mögliche Angriffe abzuwehren. Sie hat die Rolle der Frau in der Gesellschaft verhandelt und hat erkannt, dass die Position von Frauen in unserer Gesellschaft eher westlichen Konzepten unterliegt und limitiert die Verständnis der Herausforderung von Frauen in postkolonialen Gesellschaft. Rassische Differenzen werden nicht mehr gesehen als eine Barriere, sondern als eine Beförderung. So, Professor Aumar graduierte, dann promovierte, dann nach erfolgreicher Abschluss ihrer Doktorarbeit mit dem Titel Wie Kinder die Konstruktion der sozialen Welt verstehen. Unter ihren Forschungsfokus sind Diversität, Qualität und Pluralität in Lehrbüchern und didaktische Materialien in Ost- und Westeuropa, sexuelle Erziehung als Empowerment für Black Communities und Farben, kritische Weisheit und Rassentheorie. Professor Aisha Omar, willkommen. Peggy, thank you so much. Peggy, vielen Dank. Ist das Mikro an? Ja, das ist an. Es ist für immer sehr beeindruckend, meine eigene Biografie vorgelesen zu bekommen. Ich wurde von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen und sie war auch gleichzeitig Lehrerin. Das heißt, es war eine marginalisierte Perspektive auf der einen Seite, aber
auch die Validierung sozusagen des Wertes einer Lehrerin war für mich ganz entscheidend für meine Biografie. Es ist für mich ein großes Vergnügen, hier zu sitzen mit Professor Derry und Peggy. Es ist schön, dass Sie es geschafft haben hier. Ja? Nach all diesen Vorträgen müssen Sie eigentlich ja erschöpft sein. Sie haben ja fast keine Stimme mehr. Wir sind sehr dankbar, dass Sie die Zeit noch gefunden haben, bevor Sie jetzt in die Weihnachtspause gehen und Ihre Tochter besuchen in Madrid und den Rest der Familie. Aber dass Sie es ermöglicht haben, hier zu sein. Wir sind sehr interessiert an der Konzeptualisierung Ihrer Arbeit, die in diesem Buch ja auch sich materialisiert. Ich arbeite natürlich im Kinderbereich viel und muss unbedingt auch Ihr Kinderbuch lesen. Ich wurde gebeten, Kommentare abzuliefern und hätte das lieber nicht gemacht, aber ich fange an mit einigen Beobachtungen und ich habe 6 Fragen dann und vielleicht kann ich 3 erwähnen. Das heißt, Sie müssen dann nochmal wiederkommen, damit wir dann auch die anderen 3 Fragen zu beantworten, die ich Ihnen dann auch gerne stelle. Einige Beobachtungen. Was ich mag an Ihrem Konzept ist ja Folgendes. Ich komme von dem Hintergrund. Wir haben ja beide einen pädagogischen Hintergrund. Marginalisierung und Realität der Dehumanisierung, was auch passiert im Kontext des Lernens oder der Bildungsarbeit. Und ich sehe auch, dass wir in einem gemeinsamen Kampf sind für intersexuelle Gerechtigkeit. Ich denke, auch so ist Ihre Arbeit bei mir angekommen, ja. Dies gesagt, was ich am meisten an Ihrer Arbeit und was wirklich faszinierend ist, ist, dass Sie Subjektivität von unten nach oben denken. Ich habe jetzt keine Begrifflichkeit, das anders auszudrücken als so, und ich möchte zu dem Punkt kommen, den ich eigentlich erwähnen wollte. Wenn man das, die verschiedenen Einflüsse anschaut, die Auswirkungen darauf haben, wer wir werden, wie wir werden, und dann Kategorien, die uns zugeschrieben werden und die wir dann in den Subjektifizieren gewalttätig ablehnen müssen. Aber dann haben wir unterschiedliche Einflüsse und diese verschiedenen Einflüsse, die Sie nuanciert und komplex genannt haben auf der einen Seite. Und die Frage, die Subjektivität der Menschen in der Bildung essentiell für unsere Arbeit. Das ist entscheidend für unsere Arbeit. Also diesen Teil des Buches mag ich besonders. Und ich mag die Flüssigkeit des Konzepts. Ich werde Sie später noch fragen, wie Sie mit dem Konzept der Dekonstruktion gekommen sind, ja. Aber wir haben ja immer Kategorien, die zugeschrieben sind, und wir haben Expressionen, und dann haben wir eine ganze Palette von Dingen wie digitale Medien, Facebook, diese digitale Kultur, die uns hilft, unsere Räume zu verhandeln, in die wir geworfen werden. Und da möchte ich diese Fluidität. Die habe ich in kritischer Arbeit zum Thema Rassismus vermisst, und das sehe ich bei Ihnen hier schon. Und da haben wir noch die andere schwarze Theoretikerin in Newark, die ist eigentlich eine ganz entscheidende im Bereich Literatur und Kultur. Das ist eine dekonstruierende Macht, die finde ich sehr interessant. Sie haben am Schluss gesprochen über die Dekonstruktion des Begriffs der Rasse. Und das ist ein super Projekt. Und das ist natürlich auch ziemlich komplex und schwierig auch. Dieses Konzept, ein menschliches Wesen zu sein, wir müssen die Humanität der Subjekte, die vor uns sitzen, die ganz unterschiedlich gestaltet sind, vor uns sitzen, da müssen wir einen Zugang finden. Und dann haben Sie das Konzept der Native Americans auch noch mit eingebunden.
Ich bin nicht Teil dieses Erbes, aber ich bin sehr, es ist mir sehr am Herzen, ja. Wenn wir uns das anschauen in der Ära von Trump, was mit denen da passiert. Und dieses Konzept des Nativismus, wo Sie ja jetzt gesagt haben, nein, wir sind keine, wir sind nicht nativ, wir sind alle Migranten im nordamerikanischen Kontext. Und das müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir uns das gesamte Konzept des Rassismus anschauen. Ja, das sind meine Bemerkungen oder meine Beobachtungen. Und jetzt komme ich zu meiner ersten Frage. Ich gucke sie jetzt mal an und dann schaue ich mal, ob ich meine drei Fragen hier rüber kriege und dann müssen wir es vielleicht meine fünf Fragen später dann über ein Tasse Tee dann sozusagen diskutieren. Erste Frage. Es ist eine Frage und es ist auch eine Besorgnis. Wie weit können wir Rasse dekonstruieren, wenn gleichzeitig Rasse und Rassismus lebt und tweetet im Weißen Haus? Da scheint da ein Risiko da zu sein. Ich möchte die Rasse dekonstruieren. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen kann, sehend, dass wir nicht in einer postrassischen Gesellschaft sind. Wir sind Post jede Menge, aber nicht das. Wir sind aber postrassistisch, nein. Und von dieser Administration hören, dass die Leute in der südwestlichen Grenze, dass die alle sozusagen ansteckende Krankheiten haben, also im Endeffekt Krankheitserreger sind oder sowas oder diese tragen. Das ist eine sehr entwürdigende Art und Weise, mit diesen Menschen umzugehen oder diese so zu bezeichnen. Aber wir wollen natürlich Weihnachten auch feiern. Das heißt, zurück zu meiner Frage, wie weit können wir Rasse Ja, eine gute Frage. Ohne Frage. Sie haben Toni Morrison erwähnt. Wenn ich jünger war, weil ich noch dieser junge, radikale Mensch war und wir noch diese Institutionen und diese Verlagshäuser hatten und so weiter. Und die Person, die da verantwortlich war, unsere Organisation war, war Don Henley, war ein wichtiger schwarzer Autor, wichtige Bücher hatte geschrieben, die uns geholfen haben. Und er hat ein Meeting organisiert mit ihm, mit Toni Morrison, die war Redakteurin bei Random House. Ich war 25 damals, ein Kid. Und da war ich in diesem Raum mit dieser fantastischen Frau, bevor sie Nobelpreisträgerin wurde. Ich hatte natürlich die Idee, vielleicht verstehe ich besser, wie Verlagswesen funktioniert, auch für Schwarze. Aber das machte sie nicht. Sie initiierte mich nach. Und sie erzählte mir dann von ihrer Rolle in dieser prädominanten weißen Organisation, diese Narrative zu verändern. Das war ein sehr schönes Buch über die Vereinigten Staaten, wie Züge eine Rolle dort spielten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und sie sagte, das ist ein gutes Buch, wir wollen es veröffentlichen, aber, sagte sie dann dem Autor, aber sie haben nicht richtig beschrieben und erforscht, wie die Züge wichtig war auch für die Schwarzerfahrung in den Vereinigten Staaten. Das heißt, der Autor wollte dann vorschlagen, okay, ich mache noch ein Kapitel da rein über Schwarze und Züge. Das war wie das Kabuls sozusagen im Zug, also die Holzklasse, andere Kategorie im Zug. Wir wollen ja publiziert werden bei Random. Da müssen wir aber auch die Erfahrung von Afroamerikanern in jedem Kapitel des Buches haben. Die Rolle, die die Züge da gespielt haben und all diese Leute, die da mitgereist sind. Und für mich war das, öffnete das die Augen. Das heißt, wie kommen wir über eine Kategorie hinaus? Und da hatten wir diese Metapher von ihr, dass wir alle im selben Zug sitzen. Und können es aber unterschiedliche Positionierungen sehen, wie man in den Zug gekommen ist. Aber es ist eine menschliche Anstrengung und ein Abenteuer.
Aber man will sich natürlich anschauen, wie wir unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Arten und Weisen, wie wir unterdrückt werden. Und so werden wir ermutigt, aus dieser Linse des Unterdrückten zu gucken. Und wenn wir die Rasse dekonstruieren, dann ist die Frage, wie fangen wir an? Und da haben Sie ja auch das erwähnt, von innen nach außen gehen. Das heißt, das Gefühl, Mensch zu sein, Existenz zu sein, und alle diese sozusagen Bäche zu bespielen und zu füllen, die einen Flüsse sich zusammenbinden und dann ins Meer fließen, eins werden. Und es ist natürlich nicht genau, wenn ich das gesamte Totalität meines Selbst zu umarmen, dann warum sollte ich den Teil sozusagen abschneiden, der aus einer anderen Kultur kommt, in dem Fall also Cherokee. Und da gibt es dann dieses Element, diese einfache Kategorisierung im Rassismus sozusagen zu widerstehen. Das ist für ein besseres Verstehen der Komplexität und der Nuancen. Da ist noch etwas mehr. Und in dem Buch spreche ich von den verschiedenen Identitäten. Zum Beispiel, es gab 21 Kategorien, als ich dieses Patterning und das Coding der Daten machte. Und dann habe ich das auf 13 Kategorien runtergeschraubt und dann versuchte ich, diese 13 in drei Hauptkategorien einzustellen. Das eine war die Hyperdiversität. Jeder ist hyperdivers. Das heißt, eine der Dinge, die Leute identifizieren wollen unter der einfachen Begriff von Weisheit, müssen auch verstehen, dass wir diese Hyperdiversität da ist, die sie repräsentieren in Sachen Migration. Und wenn wir Zeit hätten, dann hätte ich das Fall für Fall durchgegangen. Die Deutschen, die Italiener, die Juden, die waren nicht weiß, als sie ins Land kamen, sondern sie waren Migranten. Und wir sahen zum Beispiel auch die Kämpfe der Deutschen im Mittelwesten. Ja? Die mussten ihre Sprache aufgeben, um Teil Amerikas zu werden. Und das waren auch Kämpfe und auch Dinge, die dann auch problematisch waren für sie selbst. Ja? Und da haben wir gesagt, aber Ihre provokante Frage, nochmal zurück. Zurück zu einem Gespräch, das wir vor ein paar Tagen in Bremen hatten. Jasmin, vielleicht kennen Sie sie, eine wirklich interessante Professorin, Vizepräsident der Universität. Ja, kennen Sie, okay, gut. Ja. Ja, wie auch immer, ob Sie sie jetzt kennen oder nicht. Aber mit ihr habe ich diskutiert und ich habe also Folgendes gesagt. James G., unser Forscher, spricht von identitätsbasierten Identität. Das heißt, wie engagieren wir uns in Aktivitäten, die uns Identität spenden? 90% meines Tages ist Aktivitäten, die was mit Professoren zu tun haben. Das ist nicht meine einzige Identität, aber 90% meines Tages lese ich, bereite mich vor auf Vorlesungen und so weiter, mache meine E-Mails und so weiter, also irgendwo Professorenarbeit. Und wie wir dann in die Welt geschmissen werden, wie Identitätseventualitäten Basis für Stereotypisierung sein könnten, haben wir da auf der einen Seite. Aber dann haben wir auch die Identitätsaffinitäten. Und Sie haben das erwähnt mit dem Internet und all diesen anderen Sachen, die nichts verbunden haben mit dem physischen Raum, in dem wir bestehen. Und diese Affinitätsgruppen, die wir bilden können, durch virtuelle Identitäten oder was auch immer, und die fühlen sich echter, aber auf Facebook haben ja einige gesagt, als in der echten Welt. Und das ist die Komplexität, an der wir arbeiten oder mit der wir arbeiten. Und ich habe Jasmine also dann suggeriert, du und ich, wir haben wahrscheinlich mehr gemeinsam aktivitätsbasierte Identität, denn 90% deines Tages ist wahrscheinlich ähnlich wie das, was ich mache. Und nach 5 Minuten von Gespräch am Telefon mit meinem Bruder habe ich einfach nichts mehr zu reden mit ihm. Ich liebe meinen Bruder. Er war Bauarbeiter, er konnte ein Haus bauen und er kann alles möglich machen. Er Fundamente gießen, er kann Sanitärinstallateur machen und so weiter. Aber
Aber er wird wahrscheinlich der auf der Insel sein, der überleben wird und nicht ich. Aber was aktivitätsbasierte Intelligenz, da haben wir diese Affinitäten, die nicht verbunden sind mit den Eventualitäten unserer Existenz zu tun. Das heißt, wie befreien wir uns, und um zu interagieren mit den verschiedenen Affinitäten, die wir entwickeln in dem Maße, wie wir älter werden und wie wir Affinitätsgruppen schaffen. Praxisgruppen, wo ich mich genauso wohlfühle, mit den Leuten zu sprechen, auch als wie mit Familienmitgliedern. Ich denke, ich höre auf. Ich glaube, ich habe überhaupt nicht auf die Frage geantwortet, aber ist auch egal. Dann kommen wir doch gleich mal auf eine zweite Frage. Das ist tatsächlich für mich recht einfach. Ich bin gar nicht wirklich als Moderatorin heute hier. Ich sitze einfach nur dabei. Aber ich habe natürlich trotzdem eine Reihe von Fragen. Maisha, vielleicht würde ich kurz vorschlagen, dass man vielleicht noch zwei, drei Fragen aufgreift. Und ich komme dann später noch mal auf zwei, drei Fragen. Ja, ich schaue, dass ich vielleicht auch noch drauf antworte. Okay. Zwei Fragen von mir zu verlangen, ist natürlich auch ein gewisses Risiko, aber ich werde es mal versuchen. Eine unserer Diskussionen, und da möchte ich das Feld vielleicht ein wenig erweitern, ob wir diese intersexuelle Gerechtigkeit und diese Arten von Gerechtigkeit vielleicht ausweiten, dass wir den Studenten die Möglichkeit geben, diese komplexen Erfahrungen zu machen, auch in ihrer Bildung. Und die Bildung wird von uns multikulturelle Bildung genannt oder Diversitätsbildung. Und hinsichtlich des etwas speziellen Kontextes hier in Deutschland haben wir ein bestimmtes Projekt, das die Existenz von Rasse negiert. Man geht davon aus, dass es bestimmte Gruppen gibt, die dehumanisiert werden und entwürdigt werden. Sinti und Roma zum Beispiel, afroamerikanische Menschen, Menschen mit jüdischer Abstammung. Das sind also verschiedene Personengruppen, die entwürdigend behandelt werden. Das ist tatsächlich nicht wirklich ein Rassismus und hat auch weniger mit der Kolonialisierung zu tun. Mit vielleicht der Ausnahme der afroamerikanischen Abstammung, aber ich möchte auf zwei Aspekte zu sprechen kommen. Für uns ist es recht unangenehm, wenn man gegen diese Hierarchien vorgeht, wenn man Kultur benutzt, denn im alten Europa ist das Wort Kultur natürlich sehr zentral geworden. Es scheint, dass Europa am Aussterben ist und wir ein neues Europa vor der Tür stehen haben. Und in den USA ist es ähnlich. Da haben wir vielleicht auch eine neue Ordnung, eine alte Herrschaftsklasse, die eben jetzt ersetzt wird durch eine neue Klasse. Keine Ahnung, wo wir enden. Vielleicht wird es in Dystopia enden. Keine Ahnung, was uns da erwartet, aber was ich gerne wissen würde, ist, wie wir dies versöhnen können, indem wir nicht zu stark auf die Kultur fokussieren. Denn da gibt es eine gewisse Allergie hier in Deutschland, wenn man auf Hierarchien und Kulturen zu sprechen kommt. Man versucht, das Wort Kultur zu vermeiden, denn das geht im alten Europa mit einer gewissen Hierarchie einher und mit einer gewissen rassistischen Markierung. Und Ethnizität ist da vielleicht eher ein Begriff, den man verwenden kann, etwas, was man nicht in Frage stellen kann, was wirklich da ist, was man auch sehen kann. Und das wäre vielleicht so meine Frage. Und dann dürfen wir auch dieser Gruppenzugehörigkeit mit Affirmative Action und bestimmte Arten der Ermächtigung. Ja, vielleicht reicht das auch. Das wäre so ein wenig meine Frage. Ich kann aus Ihrem Werk herauslesen, dass es sehr stark auf der Mikroebene sich abspielt. Aber auf gleicher Seite müssen wir uns natürlich auch auf administrativer Ebene
bewegen. Und wenn wir vielleicht eine bestimmte Gruppe haben, die unterrepräsentiert ist, da würde ich gerne noch mal auf das Thema der Ethnizität und der Ermächtigung zu Fragen kommen. Ja, diese mikrokulturelle Analyse ist vielleicht ein Ansatz, auf, sich auf molekulare Ebene zu begeben, als eine Art und Weise, dort den Grundstein zu legen und dann die verschiedenen komplexen Schichten darauf aufzubauen, der verschiedenen Herkünfte, wie auch Toni Morrison eben in ihrem Buch beschreibt, der verschiedenen Herkunftsarten. Ich denke, dass wir vielleicht unseren Kreis ein wenig erweitern sollten, was wir als Mitleids- oder Besorgniskreis bezeichnen. Denn welche Gruppe auch immer wir betrachten, ist eben die Frage, wer wird in die Gruppe aufgenommen und wer ist außerhalb dieser Gruppe. Das kann eine sehr politische Diskussion sein. Denn sogar die am stärksten marginalisierten Menschen müssen doch anerkennen, dass die Erweiterung des Kreises bezüglich der Menschen, die in die Gruppe aufgenommen werden, auch Teil dieses ganzen Kampfes ist. Wenn ich mich heute hier im Publikum umschaue, dann sehe ich die unterschiedlichsten Herkünfte und die unterschiedlichsten Perspektiven. Und ich weiß nicht, wer hier am revolutionärsten ist bezüglich der Arbeit, die sie ausführen. Aber es ist doch klar, dass jeder eine Aufgabe hat, dass es Bündnisse gibt und Affinitäten, die wir aufsuchen müssen und die eben nicht verdunkelt werden. Denn das Wichtige ist die Gruppe, dass die auch diese Gruppe transitorisch zu betrachten ist, wer in der Gruppe eben definiert wird. Und auch wenn es vielleicht eine Gruppe der Schwarzen gibt in den USA, der ich vielleicht auch angehöre, ich sagte, dass ich in den 70ern und 80ern sehr aktiv war. Ich habe genossenschaftlich gearbeitet. Wir hatten Lebensmittelgenossenschaften und eine ganze Reihe von Genossenschaften, in denen ich aktiv war. Und das war sicherlich sehr interessant. Und dann 35 Jahre später bin ich wieder auf eine Frau gestoßen, mit der wir damals zusammengearbeitet hatten. Und sie war eine Hausgeberin für das Black Books Bulletin, eine Art News. Und wenn sie damals nicht verheiratet gewesen wäre und ich auch nicht, dann wäre da sicherlich was passiert. Und jetzt treffen wir 35 Jahre später wieder aufeinander. Wir sind beide nicht verheiratet und sie ist Richterin und ich bin Professor und ja, warum nicht? Aber sie hatte immer noch diese schwarze Perspektive, die wir damals hatten. Und Ehre, als wir uns dann wieder neu kennenlernten, bezog mich in diese Gruppe gar nicht mehr ein. Denn ihre Wahrnehmung der Gruppe war immer noch dasselbe Konzept. Da war eine gewisse Reinheit in der Mitte dieses Schwarzseins. Und durch seine Aktivitäten, durch seine Handlungen bewegt man sich da vielleicht ein wenig davon hinweg. Aber ein Beispiel, wir sind in ein Restaurant gegangen und ich hatte ein Sushi-Restaurant, was ich sehr mochte. Und dann sagte sie, wie, du isst Sushi? Das wollte sie gar nicht glauben. Und sie sagte, okay, du musst vielleicht ein bisschen mehr Bass im Radio einfließen lassen. Und dann musste ich mir klar werden, ja, wie weit müssen wir gehen, um uns eindeutig zu identifizieren? Für sie war ich nicht schwarz genug. Sie war sehr intelligent, eine sehr hübsche Frau. Sie ist Richterin geworden am Ende. Und am Ende war aber die Richterin ja zu richtend, was meine Person betraf. Und wie können wir vielleicht das Konzept erweitern, was ein angemessenes Verhalten war, wäre für richtige Werte. Und ich habe mich dann auch tatsächlich schuldig gefühlt, wenn man sich in dieser Gruppe begräbt, wenn man doch selbst anerkennt, dass diese Gruppe vielleicht eine marginalisierte Gruppe ist. Und wenn man aus dieser marginalisierten Situation herauskommt, sich wieder in diese Situation zu begeben. Und das sind Menschen, die gewisse Privilegien genießen, die gewisse Machtpositionen haben und
dass man nicht nur die Leute von außen mit ins Zentrum aufnimmt, sondern dass man vielleicht sich auch vom Zentrum mehr nach außen bewegt, um diese Hierarchien aufzubrechen. Und sie haben ja die Macht und die Fähigkeit, das zu tun und tun es trotzdem nicht. Und wir hatten da eine sehr kontroverse Diskussion, auch was den Fall Rachel Dolezal betrifft, die sich als Schwarze ausgab und es nicht war. Und da gab es eine ganz große Bewegung in der Bevölkerung. Und manchmal hätte ich mich gefreut, wenn ich dann noch wieder auf meine alten Tage zurückblicken hätte können und Teil dieser Bewegung werden könnte und tatsächlich diese radikale Herangehensweise gehabt hätte. Denn es waren alle da, es waren alle an dieser Bewegung beteiligt und es ging gegen Kapitalismus und gegen das Konsumverhalten, das ja auf Kosten aller sich durchsetzen würde. Und die amerikanischen Ureinwohner sagten, dass die Pipeline wurde die Black Snake genannt, also die schwarze Schlange. Wenn man verschiedene Metaphoren miteinander vermischt, dass man schwarz und stolz darauf sein möchte. Und wenn man sich auf diese Erdölpipeline bezieht wie eine schwarze Schlange, die sich durch das Land bewegt und das Leben aus allem herausdrückt, was dort noch lebt. Und dieses Konzept des Kapitalismus und diese Vorherrschaft, gegen die sie sich auflehnen wollten. Und statt die Weißen als Bündnispartner zu betrachten, da waren sie ein Teil Zeuge und ein Teil einfach Beisitzer, Leute, die dabei waren. Und ich denke, wir müssen diesen Kampf fortführen und vielleicht einfach den Kreis ein wenig aufweiten und mehr Leute mit einnehmen, die diese wirklich wichtigen Themen ansprechen wollen, die wir eben haben, wie zum Beispiel Kapitalismus, wie Ideologien, die eben versuchen, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu marginalisieren. Und die Terminologie, auf die wir uns hinbewegen, ist das, was auch Toni Morrison sagte, ist dieses Gefühl der Wahrnehmung des Anderssein, als uns auf reine rassistische Kategorien zu beziehen. So wie Menschen als andere bezeichnet werden, auch in den Gruppen als andere betrachtet werden. Und wenn man dann nicht Sushi essen kann und nicht genug Bass im Radio hat, dann gehört man vielleicht nicht dazu. Ja, ich glaube immer noch dran, dass das passieren wird. Ich bin Romantikerin und durchaus eine große Optimistin. Und das kann ich bestätigen. Ich kenne Maisha schon etwas länger und kann das durchaus bestätigen. Wenn wir noch mal kurz einen Blick auf die Uhr werfen, da ist es leider sehr schade. Ich hätte natürlich sehr viele Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. Aber vielleicht noch eine kurze Beobachtung. Sie sagten, ich hatte das Gefühl, dass es eine wirklich gute Methode ist, das Weißsein zu dekonstruieren oder aufzubrechen. Aber es muss immer wieder wiederholt werden, denn in der Rasse haben wir die Wahrnehmung des Anderssein durchaus schon fest integriert. Und Weiß fällt da manchmal ein bisschen aus dem Bild. Und vielleicht sollte man die Fundamente des Systems aufrütteln, indem man sagt, dass mikrokulturelle Identitäten dem Weißsein gegenüberstehen. Und das ist das, was mir am meisten in Ihrer Arbeit aufgefallen ist. Also vielleicht noch zwei ganz kurze Fragen. Ich versuche es zumindest kurz zu halten. Die erste Frage bezieht sich auf eine vorige Frage von Maisha, auf das Thema der Anerkennung. Zusammen mit Katja Kinder arbeite ich in einer Wissenschaftlergruppe und arbeiten an einem Konsultationsprozess mit dem Bundesland Berlin. Da geht es um die UN-Dekade für Menschen afroamerikanischer Abstammung. Das wurde von den Vereinten Nationen 2015 erklärt und geht bis
2024 und fast jedes Land hat dieses Programm mit unterzeichnet. Es gibt aber recht wenig konkrete Aktionen. Das bezieht sich auch auf die USA. Es wird recht wenig getan, um diese Dekade der afroamerikanischen Abstammung umzusetzen. Und wir als Land Berlin haben, wie gesagt, einen Konsultationsprozess angestoßen, um die Diskriminierung afroamerikanischer Menschen oder Menschen mit afrikanischer Abstammung sichtbar zu machen. Das Land Berlin hat auch festgestellt, dass sie Hilfe benötigen, wie sie auch schon unterzeichneten, sagen klar, dass wir alle schon mit Diskriminierung zu tun hatten. Und eines der Ergebnisse, das wir hier versuchen, mit in den Prozess einfließen zu lassen, ist, dass wir in Deutschland immer robuste Daten benötigen bezüglich der Menschen, die afroamerikanischer Herkunft sind. Wir werden nicht einmal als Gruppe anerkannt. Und was wir jetzt hier in diesem Programm erkennen, dass es eine solche Anerkennung als Gruppe überhaupt erst einmal gibt, dass wir als solche Gruppe überhaupt wahrgenommen werden. Denn sonst fallen wir aus allen anderen Kategorien auch heraus oder werden vielleicht auch gebrandmarkt mit anderen Kategorien. Und ich sprach vorhin schon kurz über den Migrationshintergrund. Zum Beispiel ein weißer Mensch, der aus Großbritannien kommt, wird nicht als Person mit Migrationshintergrund wahrgenommen, während ich, die ich in Deutschland geboren bin, ich habe tatsächlich migriert vom Süden Deutschlands nach Berlin, werde aber als Person mit Migrationshintergrund empfunden. Und das ist natürlich ein Problem. Und ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, dass wir diese Anerkennung als Gruppe bekommen. Und meine Frage wäre jetzt, wie lässt sich dies vereinen mit Ihrem Konzept der multikulturellen Identität? Und die zweite kurze Frage, Maisha erwähnte schon, dass ich Afrofuturismus und die Dekonstruktion fügt sich dort sehr gut ein. Und ich kann sehen, dass Sie dies auch mit aufgegriffen haben, also dass diese Dekonstruktion mit aufgegriffen haben. Und wie ist nun die Vorstellungskraft und die Vorstellung einer anderen Identität in der Zukunft, wie geht das einher mit in Ihrem Konzept? In der afrikanischen Diaspora wird darauf sehr oft Bezug genommen, ob die Humanität, also die Menschlichkeit, der Rassismus ist, den wir täglich empfinden, ob es die Sklaverei ist. Das ist natürlich nicht unsere Vorstellung von Humanität, von Menschlichkeit. Diesem Raum können wir selbst natürlich nicht angehören. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Raum und Ort. Wenn man sich Orte schafft in Räumen, in denen man seine eigene Existenz untermauert, das kann man natürlich auch vom Standpunkt betrachten. Welche Orte können wir schaffen, damit die Menschen sich willkommen fühlen, wenn sie aus verschiedenen Hintergründen kommen? Und das möchte ich gerne noch einmal aufgreifen, weil ich das wirklich eine gute Idee finde. Ich kann ja als älterer Mensch durchaus idiosynkratisch reagieren, weil ich habe natürlich meine längere Lebenserfahrung und habe da eine gewisse Erfahrung mit einzubringen. Und ich habe an den Kämpfen selbst teilgenommen und habe mich selbst gegen den Rassismus aufgelehnt, gegen die schwarze Bevölkerung. Aber ich denke, wir sollten das vielleicht aufbrechen. Vielleicht sagen wir nicht so sehr Dekonstruktion, sondern ein Auflösen, indem wir vielleicht eine gewisse Auflösung erreichen, dass wir bestimmte Positionen angreifen, die die Menschen tatsächlich beleben. Das können gewisse Gemeinschaften sein, in denen die Menschen leben, oder es kann vielleicht auch können andere Gruppen sein, die unter dem großen Schirm der afroamerikanischen Diaspora betrachtet werden.
Es gab 8 oder 9 Kategorien, die in L.A. Bezeichnet wurden. Weiß wurde natürlich nicht aufgeschlüsselt. Also die reichsten Männer in L.A. Und dann hatten wir die asiatischen Gruppen, die Koreaner, die Chinesen. Und durch dieses Aufbrechen der asiatischen Gruppe sagt man, dass die Koreaner wesentlich schlechter abgeschlossen haben bezüglich der angehäuften Reichtümer im Vergleich zu den Japanern und den Chinesen. Und man hat vielleicht eine gewisse Vorstellung, wie ein typischer Asiate ist. Wir haben uns jetzt nicht genauer die Gruppen der Vietnamesen zum Beispiel angeschaut, die noch stärker marginalisiert sind. Aber im Fall der Afrikaner, also die afrikanischstämmigen Menschen in Los Angeles, denen ging es 5-mal besser als den Afroamerikanern. Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen, aber es war doch durchaus recht interessant. In Harvard sagte man, 3-4% sind afrikanischer Herkunft. Und wenn man es dann aber mal genauer anschaut, dann sind es tatsächlich 50%. Wenn man also versucht, einen gleichen Ansatz zu verfolgen und mit diesen Metakategorien arbeitet, die die definierenden Räume sind, wenn man sagt, dass die Latinos eher so sind oder die Afroamerikaner eher so sind, das ist ähnlich wie das Geschlechterthema. Wenn man da einmal überhaupt versucht, das Ganze aufzubrechen, dann sieht man überhaupt, wie vielschichtig das alles ist. Und man hat die Möglichkeit, auch gewisse Affinitäten mit anderen, die man dort erkennt und die sich vielleicht auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Punkt des Spektrums befinden. Und das ist auch in keiner Weise festgelegt. Vielleicht hat man sich morgen schon so weit bewegt, dass man sich auf einem anderen Punkt des Spektrums befindet. Michael Dumas arbeitet sehr viel über African Futurism und die Vorstellungskraft. Und ich finde seine Arbeiten durchaus sehr eindrucksvoll. Aber ich muss sagen, dass es in vielen Fällen eine fiktive Vorstellungskraft gibt, fiktive Gemeinschaften, die wir als solche betrachten. Aber oft ist es eine Vorstellung, die sich um Ideale herum bewegt und die ja vielleicht ein wenig verherrlicht, dass es total großartig ist, schwarz zu sein und dabei alles andere abgelegt haben, was wir trotzdem sind. Dass die sexuelle Gewalt ein Thema ist, dass die häusliche Gewalt ein Thema ist. Das war aber alles schmutzige Wäsche, die wir nicht angehen wollten. Als es um Walker von der Farbe Lila sprach, dann sagte man, ja, welches Recht hat sie denn? Wir versuchen, hier nicht unterdrückt zu werden und wollen uns als Frauen gegen die Männer auflehnen. Aber die inneren Kämpfe, die zu Hause ausgetragen wurden, das war das, was auf den Tisch gebracht werden musste. Das ist natürlich eine Dynamik, die recht schwierig ist. Man möchte ein Gefühl der Gemeinschaft haben, ein Gefühl der Heimat, des Zuhauses. Aber gleichzeitig musste man anerkennen, dass die Dynamik dieser Gemeinschaft natürlich auch dieses Othering wieder gegenüber denen ausübt, die eben nicht dazugehören. Ja, sollte ich da vielleicht kurz mal reinkommen? Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zum Afrofuturism oder vielleicht auch eine spekulative Fiktion. Ich habe ja nichts gegen Fiktion an sich. Wir brauchen auch ein wenig Fiktion und unsere Vorstellungskraft. Es braucht sicherlich auch symbolische Systeme, die uns inspirieren können und vielleicht anders zu denken. Moonlight zum Beispiel, der Film, der vor kurzem in den Kinos war, der über Verlust spricht und über multiple Marginalisierung und natürlich auch das komplexe Thema
des Schwarzseins. Da geht es um die kubanische Diaspora. Und ich kann das durchaus aufgreifen, dass es vielleicht überidealisiert wird und gewisse andere Dinge unter den Teppich gekehrt werden, weil wir eben dieses verherrlichende Bild haben. Und ja, Toni Morrison und Walker sind auch sehr futuristisch und sehr spekulativ, ja, dass man manchmal gar nicht weiß, auf welchem Level man sich befindet. Aber ich beziehe mich hier auf den Film. Ich habe das, das Buch nicht gelesen, Oprah den Film gemacht. Das hat sicherlich nicht geholfen. Say it was about the train. Aber zu dem Zug noch mal. Da schwingt was in mir. Ich bin nicht sicher, wie wir das zusammenbringen mit dem, dem Ort, wo wir jetzt sind, wo wir noch nicht mal positive Diskriminierung hinkriegen. Wir müssen die Sachen visibler machen, sichtbarer machen und wo wir eigentlich, welchen Habitat wir haben. Deswegen geht man ja auch zum Afro-Shop oder sowas, oder? Aber man hat da keine politische Meinung und das ist wichtig, dass wir das ändern. Aber okay, der Punkt ist abgehakt. Aber wie können wir das verbinden mit diesen Megakategorien, Megakirchen? Wir wissen, dass diese Megakirchen enorm problematisch sind, wie die Megakategorien. Aber zurück zum Zug. Die Bedeutung von Zügen für Schwarze, für deren Erfahrungen. Und da würde ich enden mit dem Peggy anfängt. Meine Mutter, alleinerziehende Mutter, mein Vater hat einfach sein Leben gelebt und wurde Koch, hat in einer Farm gekocht und hat auch im Weltkrieg für die Briten gekämpft. Ersten und Zweiten Weltkrieg, erster und zweiter Großvater. Dann wurde er Lokführer. Ja, wie gesagt, also der Zugfahrer, der auf Englisch Engine Driver heißt. Die Familie kam aus Kisumu, man lebte in Muruguru in Tansania und dann in Sagana. Das ist ein Teil einer Community, ganz weit von wo wir sind. Wir kommen aus dem Barack Obama-Land, da sind wir sehr stolz drauf. Ja. Das wollte ich unbedingt loswerden. Wie relevant es ist, für mich weiß ich nicht, aber für die Perspektiven ist es wichtig. Da habe ich drüber nachgedacht, über diese Dinge, die ich erwähnt habe. Und deswegen möchte ich mit dem Anfang aufhören. Pädagogen, schwarze Pädagogen, für uns macht es Sinn zu sagen, die verschiedenen Kräfte nutzen und die verschiedenen Wirkungen und Auswirkungen sichtbarer machen, dass wir die auch begreifen und Räume zu schaffen, wo wir uns wohlfühlen. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank. Wir sind schon sehr spät, aber nichtsdestotrotz sollten wir die Chance nutzen, noch Fragen aus dem Publikum zu nehmen, wenn es diese gibt. Wir haben ein Mikrofon. So, please go ahead. Werte verbinden mehr, trennen kann. Ob das Ethnie ist oder Farbe ist, das wäre die gleiche Ebene. Warum bearbeiten Sie nicht die bestehenden Probleme dahingehend, dass Sie das auf eine höhere Ebene vereinen, verbinden? An wen richten Sie denn gerade die Frage? Das entscheiden Sie. Warum sublimieren Sie nicht die bestehenden Probleme auf eine höhere Ebene? So, die bestehenden Probleme sublimieren auf eine höhere Ebene, auf die Ebene der Werte, auf das, was verbindet. Okay, wir sammeln ein paar Fragen. Da hinten ist noch jemand mit einer Frage. Ups. Hallo. Erstmal herzlichen Dank. De Rose ist mein Name. Ich habe europäische Ethnologie und Russistik studiert
und mache aktuell eine Erzieherausbildung. Da ist die Frage nach der Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe wirklich eine große Frage. Und ich habe auch während des Vortrags häufig versucht, das zu übertragen, was genannt wurde, auf eben halt die deutsche Situation. Das heißt, wir haben ja auch unglaublich viele Kategorien, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt in Weiß und Schwarz, sondern eben in Deutsch und Ausländer. Und auch da wurden ganz viele neue Begriffe immer wieder erfunden im Laufe der Zeit. Jetzt sind es gerade irgendwie, ist glaube ich aktuell Menschen mit Migrationshintergrund, das was üblich ist. Und also wir suchen auch nach Wegen, wie wir mit der Fluidität von Kultur umgehen können. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Aber ich habe die ganze Zeit gehofft, Sie würden noch diesen Bogen kriegen zu dem Titel der Veranstaltung. Das heißt, ich würde mir sehr wünschen, wenn Sie da noch mal drauf eingehen würden, wie kann man das übertragen, den Ansatz von also dieser Fluidität oder diesen also die Kategorien eigentlich zu überwinden. Wie kann man das übertragen auf die noch relativ unerfahrene Einwanderungsgesellschaft Deutschland? Da würde ich mich sehr freuen, wenn es da noch einen Ansatz gäbe. Danke. Ja, thank you, thank you. And we have a last question here, Vicky. Und dann haben wir noch Vicky, letzte Frage. Ich mache meine Frage auf Englisch. My question is. Sie haben die Aufdröselung von Communities, so habe ich es verstanden. Um die Leute mitzunehmen, wo sie sind, und auch zu verstehen, wo ihre Probleme sind, womit sie kämpfen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch zu checken, was wir verpassen, wenn wir zusammen in einer Gemeinschaft sind und den gerechten Kampf führen. Ist das für Sie eine permanente Situation? Sie haben auch gesprochen von das Zentrum der Community zu bewegen. Ist das eine temporäre Situation? Ja, spreche ich Englisch so, als würde ich Deutsch sprechen. Benzin zu kriegen, neue Energie, ja, den Tank wieder aufzufüllen sozusagen. Ist das in diesem Binär? Ich würde gerne mit dieser Frage beginnen. Gute Frage. Sie haben den Finger draufgelegt, da, was die Fluidität angeht. Das eine ist eine permanente Situation, die gibt es immer, die läuft immer. Es ist nicht irgendwie was Neues, das wir jetzt entdeckt haben. Ja, multiple Positionen im 21. Jahrhundert oder Positionierungen. Der Vergleich, den ich mag, und auch wieder in die Vereinigten Staaten, in der Highschool, als ich da war. Da konnte man sehr unterdrückt werden, wenn man sich da, wenn man sein Coming Out hatte, als Lesbe oder als Schwuler. Und insbesondere unter den Schwarzen, in der Black Community, bekam man Gegenwind. Und wenn sie jenseits der Heteronormativität andere Orientierungen hatten, da hatten sie kämpfen müssen, in eine dieser Kategorien zu drücken. Das heißt, es gab nur die binäre Situation, ja oder nein, 0-1. Ja, das war wie in den Vereinigten Staaten generell. Und es gibt Dinge, die im Fluss sind, die Positionierung, die akzeptiert werden müssen für das, was sie sind. Und was interessant ist, nach 50 Jahren, ja gut, das kam zusammen mit dem feministischen Kampf, mit dem Black Movement Kampf, haben wir 2018 dann herausgefunden, dass wir eine höhere, dass man sich lieber sozusagen selbst darstellt nach der sexuellen Orientierung. Und da frage ich mich natürlich auch, wieso können wir das nicht auch für uns schaffen? Gut, 50 Jahre diskutieren wir das jetzt. Es ist ein Buch Colin Ryan,
wo jemand identifiziert ist als weißer, 6 Fuß, 1,90, breiter Schrank, aber er war aber als Lehrer in einer Schule für im Wesentlichen schwarze Schüler. Und diese Hypermaskulinität in dieser Schule, ja, war durchdrang alles, selbst die Lehrer, die alle Männer waren und haben sich auch sozusagen gerühmt, dass sie jedem in den Arsch treten könnten, wenn sie wollten. Es war also hypermaskulin. Und die Leute, die in der Schule waren, die sich nicht so darstellten, die Schüler, die waren marginalisiert. Ich weiß immer noch nicht, welche sexuelle Orientierung er hat, aber er hat einfach gesagt, hör mal. Er hatte dann irgendwie so lustige Sachen immer an. Ja, er hatte dann immer so Lady-Klamotten an. Und diese jungen Kerle in der Klasse haben immer gesagt, hör mal, was hast denn du so Klamotten an, Lehrer hier? Ja, und dann hat jemand gesagt, ja, aber ich mag diese Klingeln da und diese Glöckchen oder sonst was. Ja, okay. Aber dann haben sie gesagt, ach, boah, das ist ja total schwul. Das ist ja Schlappschwanz ungefähr. Ne? Und aber der wollte einfach sich nicht so darstellen wie die anderen. Und dann wurde er gefragt, wofür stehst du eigentlich? Er sah aus wie ein Cisgender-Mann, großen Hund, Pickup. Nicht einen kleinen Hund, einen großen Hund. Aber jetzt erzähle ich euch das mal, hat er gesagt. Wird es irgendwas verändern in unserer Beziehung? Hör mal, ich bin jetzt bei euch seit 6 Monaten der Klasse. Was würde das, wenn ich jetzt euch meine sexuelle Orientierung mitteilen würde, würde uns das irgendwas, jetzt irgendwann unsere Beziehung? Ja, aber wenn das dann, und dann haben sie einfach gesagt, nee, das wird nichts ändern, aber wir würden es gerne wissen, wir sind neugierig. Aber dann hat er gesagt, warum soll ich es euch das dann sagen, wenn es nichts ändert? Aber so sind wir Menschen gestrickt. Wir wollen kategorisieren, wir wollen schubladisieren. Ja? Und ich kann ja eigentlich sozusagen auch keine Seite lesen, wenn ich da nicht den Schwarz-Weiß-Kontrast hätte. Aber ich will nicht, dass man alles in irgendwelche Kategorien steckt. Und diese Leute, die herausfordern unsere Wahrnehmung, und ein Spektrum von Möglichkeiten schaffen, in denen man leben kann. Und das ist jetzt Heteronormalität gegenüber schwul, lesbisch und so weiter. Diese verschiedenen Konstrukte, die problematisch waren und in die Leute nicht reinpassen. Und da ist es genauso enorm, dass man sich dagegen auflehnen muss, dass man da kämpfen muss, wie jetzt gegen Rassismus. Es gab noch mehr Fragen. Ich bekomme jetzt die Wertefrage, um auf die nächste Ebene bringen und eher darauf zu konzentrieren, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Ja, das sind die wichtigsten, die höchsten menschlichen Werte, denke ich. Ich war glücklich genug, zu reisen in vielen Ländern, in den Vereinigten Staaten, auch überall. Da kommen wir wieder zurück zu dieser Metapher mit dem Zug. Wir müssen auf dem Zug sein und ab und zu natürlich auch mal aussteigen und zu begreifen, was da passiert. Beziehungen aufbauen und sie zu verstehen. Und das wird uns möglich machen, mit den anderen eine Beziehung aufzubauen, die zu verstehen. Und das befördert den Respekt für das Anderssein. Das ist ein fundamentaler Wert. Denn wie arbeiten wir gegen Unterdrückung in den verschiedenen Formen, wie sie auf uns zukommt, geografisch, Gender, was auch immer, Unterdrückung? Wir haben keine Beziehungen, die es uns ermöglichen, das so zu sehen. Dempsey hat gesagt, dass jeder in der Gesellschaft, da sollte es natürlich Leute geben, die Fachleute sind,
die Welt erklären können zum Beispiel. Aber jeder sollte diese Möglichkeit auch für sich haben, zurücktreten, zuhören, wie Leute sich selbst darstellen. Man muss ja ihnen nicht zustimmen, aber wir müssen das befördern, diese Chancen. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Gut, mache ich ja ganz kurz noch. Ich werde das auf Deutsch sagen, über diese Wertefrage. Zu der Frage mit den Werten. I'm going to wait for you to get hooked up. Okay, so ich werde drei Sachen sagen. Also einmal, so wie ich Professor Mahiri verstehe, die drei Sachen sind freundliche Provokation. Nicht jetzt an Sie gerichtet, sondern eher an den Gegenstand, Werte gerichtet. Also einmal verstehe ich die Arbeit und die Konzeption von Professor Mahiri so, dass wenn wir über Werte sprechen, dass diese sich generieren in den Mikrointeraktionen, in intersubjektiven Verhältnisse, die eher sozusagen bottom-up, also von unten nach oben. Das zweite Ding, was ich sagen will, ist, dass darin eine Kritik impliziert ist, nämlich, dass das, was wir als Werte oft verstehen, eigentlich top-down sind, sowas wie Demokratie, wie Fortschrittlichkeit, also lineare Progression, also dass das Dinge sind, die von oben, wenn wir da wieder Mega-Churches, Mega-Categories, dass es Mega-Werte sind. Und diese Mega-Werte, und das ist das Dritte, was ich sagen will, sind besudelt. Die sind impliziert in Kolonialität, die sind impliziert in Geschlechterhierarchien, die sind impliziert in Heteropatriarchie. Und deswegen sind die nicht neutral. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade in polarisierten Zeiten in der Gesellschaft, der Ort, an dem wir gerade sind mit Rechtspopulismus und Trumpism und Viktor Orban und was weiß ich irgendwie, diese ganzen Erscheinungen, Brexit, was jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, finde ich gut. Wir sind dahin gekommen, weil wir an der Neutralität von solchen Großkonzepten, Megakonzepten noch glauben. Und so verstehe ich die Arbeiten von Professor Mahiri, dass wir die Narrative verschieben müssen in kleinere, bedeutsamere, aber auch messy. Also wir müssen den Mut haben, diese Dinge kleiner anzugehen und die herzustellen, dialogisch herzustellen. Und das macht mir jetzt auch schon Angst, wenn ich darüber nachdenke, was es für uns dann irgendwie heißt. Aber es ist besser, als Trumpism zu haben. Vielen Dank, Maisha. Es bleibt mir nur noch ganz kurz auch das aufzugreifen, was die Frage war zum Titel der Veranstaltung. Ne? Also erst einmal, ich denke, wir hätten viel, viel länger hier diese Veranstaltung haben müssen. Wir müssen unbedingt zurückkommen, Professor Mahiri. Wir müssen länger miteinander reden. Aber also wir konnten auch nicht alles sozusagen covern. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir müssen gerade hier in Deutschland, Sie hatten es genannt, eine noch sehr junge Einwanderungsgesellschaft oder die noch wenig Erfahrung darin hat. Wir müssen erstmal wirklich verstehen, was und wer zu dekonstruieren ist. Was wir wirklich damit meinen, weil ansonsten jumpen wir auch immer ganz schnell und wissen sofort, wer unser Zielpublikum ist, gerade in Bildungseinrichtungen und dass Bildungsgerechtigkeit im Prinzip nur etwas und was Additives ist. Auch dafür fand ich die Geschichte und das Bild mit dem Zug nämlich sehr, sehr, sehr gut. Es geht nicht darum, einen neuen Wagen da dran zu adden oder eben ein neues Kapitel noch anzumachen, sondern den Zug selber auch zu dekonstruieren und auch darin zu sehen, wo die Teilhabemöglichkeit für Leute sind, die wir noch gar nicht mitgedacht haben. Insofern verstehe ich diese Veranstaltung hier auch. And I'm very, very grateful to... Ich bin sehr dankbar für unseren Gast, unseren Hauptredner, der uns die Möglichkeit der Einblicke in die Arbeit gewährt hat und uns viel Gedanken mitgibt für unsere Arbeit. Ich hoffe, dass das nur der Anfang ist eines transatlantischen Austausches afroamerikanischer Diaspora im Bereich Pädagogik. Aisha Muma möchte ich danken für Ihre Kommentare und Fragen. Und Sie sind eine langjährige Expertin im Bildungsbereich in Deutschland. Vielen Dank.